Emanuel, du bist ja der Obmann vom Freundeskreis für Bozuzu und bist letztes Jahr in Heinz Rudi als langjährigen Obmann nachgefolgt. Und für mich warst du jetzt der ideale Ansprechpartner. Was hat denn Bozuzu eigentlich mit Haming zu tun? Ja, 1857 war ja die erste Auswanderungswelle von Tirolern nach Bozuzu in Peru. Und unter diesen 180 Tirolern waren auch 29 Personen aus Haming mit dabei. Interessant vielleicht, die Hälfte davon waren Kinder. Und das jüngste Kind von der Familie von Augustin Randolph war erst wenige Monate alt. Also ihre Vorstellung natürlich dann, wenn man 2 Jahre auf dem Weg ist, dorthin nach Peru, nach Bozuzu. Und im Laufe der Zeit hat sich da eben eine Freundschaft entwickelt zwischen Peru, Bozuzu und Tirol, also da in Haiming mit der Gemeinde. Und 1997 unter dem damaligen Bürgermeister, was heute noch ist, Josef Leitner, hat man dann diese Partnerschaft abgeschlossen zwischen der Gemeinde Haiming und der Gemeinde Bozuzu. Seitdem auch ein sehr regen Kontakt hat sich da etabliert und man hat dann eben zu dieser Partnerschaftsgründung diese Tafel da auch errichtet, die was allen vorbeifahrenden Autos quasi das auch mitgeben soll. Emanuel, welche Familien waren denn das, die was da ausgezogen sind? Also damals waren Familien dabei, Zoller, Raffel, Witting und eben auch Randolph. Interessant vielleicht bei Randolph, heute verbindet man den Namen Randolph eher mit Silz, weil es in Haiming eigentlich keine mehr gibt, weil die eben ausgewandert sind damals. Wobei, habe ich jetzt gesehen und gehört, es sei wieder Randolph von Silz auf Haiming, damit das Ganze auch wieder die Ordnung hat, was das mal gehabt hat. Es habt ihr jetzt auch vor kurzem die Jahreshauptversammlung gehabt. Und kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Aber ich glaube, wir werden jetzt lieber einigen, weil da ist ziemlich laut auf der Straße. Das ist eine gute Idee, Michi. Ja, die 38. Generalversammlung vom Freundeskreis für Bozuzu war natürlich aufgrund der ganzen Pandemie auch online, wie es viele andere auch gemacht haben. Für uns aber irgendwie gar nicht so schlecht, muss man sagen. Wir haben jetzt somit erstmals auch sehr viele Beiträge von Peru gehabt, live. Und auch von Botschaftern, die was nicht eben bei uns in Sils gewesen wären. Und somit war es dann ja eigentlich dann gar nicht so schlimm, dass es online war. Es waren auch viele Leute dabei, also war wirklich eine schöne Veranstaltung. Der Freundeskreis für Bozuzu hat einige Projekte schon sehr lange in der Vereinsgeschichte und auch neue, die was neu entstehen. Die größten Projekte sind sicherlich momentan der Deutschunterricht. Wir haben 5 Lehrpersonen in Bozuzu angestellt, die was dort Deutsch unterrichten. Neben Deutsch gibt es auch das Musikprojekt, das wir gerade neu entwickeln. Der größte Wunsch wäre natürlich, dass Bozuzu eine Musikkapelle hat. Das wünschen sich also die Bozuzinos sehr. Im Vergleich auch vielleicht zu 13 Linden. 13 Linden ist auch eine Partnergemeinde von Bozuzu. Und da ist über die Wildschönau ist da schon eine Musikkapelle entstanden. Und das wäre eben in Bozuzu auch. Unser Ziel im Musikprojekt ist der Magnus Gradler Projektleiter, im Deutschprojekt die Vanessa Kuhn aus Rietz. Und diese Projekte werden wir aber auch in der Zukunft dann mehr fusionieren hin zu einem Institut für Musik und Deutsch. Und da gibt es auch ganz viel. Man muss Gebäude irgendwie erschaffen oder umfunktionieren. Und da sind sehr viele Arbeiten allein schon bei diesen Projekten. Dann gibt es das Unterstützungsfondsprojekt. Wir unterstützen sozial schwache Kinder in Bozuzu. Das ist unser Sozialprojekt dort, um ihnen einfach in der Schullaufbahn den Familien da unterstützend zur Seite zu stehen. Das Bozuzu-Magazin wird ein immer größeres Projekt. Wir haben das heuer erstmals Spanisch auch produziert. Bei uns ist das Bozuzu-Magazin eine Vereinszeitschrift, eine Mitgliederzeitung. Und in Bozuzu jetzt haben wir eben das geschafft, dass es komplett in Spanisch ist. Also manche Berichte werden dann ausgetauscht, auch so, dass es halt für uns interessant ist und für drüben und auch für alle leserlich ist, weil natürlich sehr wenig Leute noch Deutsch lesen können auch. Und so kann dieses Magazin auch im Tourismus eingesetzt werden. Unser Ausschuss da ist auch neu quasi und sehr jung auch. Und das freut uns auch, dass in Bozuzu jetzt so viele junge Leute dran mitarbeiten
Und da haben wir auch ein schönes Foto eben, wo wir schon eine erste Sitzung gehabt haben mit diesen jungen Leuten und die eben das drüben organisieren. Also neben diesem Institut für Musik und Deutsch und dem Unterstützungsfonds und dem Bosuso Magazin haben wir noch ein Baukulturprojekt, wo wir historische Baukultur von Bosuso erhalten möchten. Beziehungsweise das wollen natürlich nicht immer wir und wir sagen, bitte machen wir das, sondern der Wunsch kommt immer von Bosuso aus. Und da haben wir jetzt auch mit Matthias Kritsch einen super Projektleiter, wo wir schon jetzt sehr konkret dran sind, ein erstes Gebäude drüben unterstützend quasi mit zu finanzieren, auch diese Restaurierung und auch einen Leitfaden zu erstellen, wie man das gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt von uns, wie man das restauriert, damit es auch eben den historischen Wert nicht verliert. Ein weiteres Projekt, was immer sehr wichtig ist für beide Orte, ist natürlich das Freiwilligen- und Austauschprojekt. Freiwillige von dort, von hier nach Bosuso. Da schauen wir auch gerade mit dem Auslandsdienst, Zivildienst, dass das endlich dann funktioniert. Da sind wir schon länger dran. Und wir haben selber ein Freiwilligenprojekt, wo wir selber jemanden schicken. Wir haben auch eine Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg, wo wir von dort einen Freiwilligen schicken. Und wir organisieren alles in Bosuso, auch die Einsatzmöglichkeiten vor Ort. Während Peru extrem hart getroffen wurde von dieser Covid-19-Pandemie, hat es eigentlich Bosuso 2020 ziemlich verschont. Peru waren ja zum Teil, glaube ich, die höchsten Todesziffern weltweit. Und diese leichte Abgeschiedenheit von Bosuso hat eben hier einen Vorteil gehabt. Momentan gibt es aber auch in Bosuso die ersten Fälle, weil eben der Tourismus auch mehr wieder geworden ist zum Jahreswechsel. Also Peru hat ungefähr 33, 34 Millionen Einwohner und ist eigentlich in drei Klimazonen unterteilt. Es gibt die Küste, die Costa, es gibt das Hochland, die Sierra und es gibt diesen Regenwald, dann Richtung Regenwald, die Selva. Und interessant ist erstens einmal, dass über 50% lebt eigentlich an der Küste und dann leben um die 30% im Hochland und dann der Rest in diesem Regenwald, wo Bosuso liegt. Wenn man die Geschichte von Bosuso auch anschaut, ist es ja so, dass Bosuso eigentlich ja die, was ausgewandert sind, die haben ja, denen wurde versprochen, dass dort viel gebaut wird und eine sehr tolle Zukunft wirtschaftlich. Diese Bauprojekte sind aber zum Teil nicht entstanden und dieser Platz, wo Bosuso ist, hat sich eben dann nicht wirklich entwickelt damals. Also zur Gründungszeit. Gegründet wurde es ja 1859. Das heißt, viele sind dann wieder von Bosuso weggegangen und haben Töchtersiedlungen gegründet, die was heute große Städte ja sind. Und genau das war aber eigentlich das ist der Grund, warum heute Bosuso auch diese Verbindung pflegt, weil einfach durch diese wirtschaftlich uninteressante Lage sehr wenig Zuzug war und es war wirtschaftlich einfach nicht interessant und somit hat sich die Kultur und die Sprache sehr lang konserviert. Das Gemeindegebiet von diesem Distrikt Bosuso, der Bürgermeister ist quasi in diesem Distrikt Bürgermeister. Das Gemeindegebiet ist so groß wie der Bezirk Landeck, also es ist ziemlich groß und dort leben circa 10.000 Personen. Und die sind verteilt in ganz vielen Weilern, auf ganz vielen Weilern. Und bei uns sind halt bekannt diese zwei Hauptorte. Prusia, in der Geschichte waren dort am Anfang mehr die Deutschen, die Preußen, Prusia. Und Centro, das Zentrum oder Kolonie, sagt man auch, oder eben Bosuso-Zentrum, Bosuso. Das sind die zwei größten Orte. Und dann gibt es eben sehr viel kleinere Weiler. An der Ortseinfahrt von Bosuso sind die ganzen Partnergemeinden auch dargestellt, wie bei uns. Und vielleicht gerade mal zur Information: Es gibt die Partnergemeinde Heiming, die Partnergemeinde Silz. Bosuso hat aber genauso eine Partnerschaft mit der Gemeinde 13 Linden eben. Mit Tirol natürlich auch haben sie eine große Verbindung. Und drüben natürlich können die das oft ganz wenig unterscheiden. Ich meine, Tirol ist auf der Landkarte einfach sehr, sehr klein. Und ob das jetzt bayerisch oder tirolerisch, wo wir oft sehr viel Wert drauf legen, das ist für die natürlich ganz schwierig auseinanderzuhalten oft. In Bosuso muss man sagen, hat die Gemeinde das eben, wie wir schon erwähnt haben, auch sehr gut genutzt für Bauprojekte. Brücken wurden einige eröffnet. Der Ort wurde sauber gehalten. Bosuso will immer der sauberste Ort Perus werden auch.
In Bosuso merkt man einen sehr großen Aufschwung. Also dieser Tourismus in den letzten Jahren hat jetzt einfach sehr viele neue Türen geöffnet. Wir planen normal auch und begleiten Reisegruppen nach Peru. Ich glaube sowieso, dass Peru in den nächsten Jahren einen irrsinnigen Boom haben wird. Das ist irgendwie noch so, das wird noch so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, aber Peru hat von Machu Picchu, was sehr bekannt ist, vom Titicacasee auf dem größten Süßwassersee auf 3700 Meter. Also es bietet extrem viel, dieses Land. Und ich glaube eben, dass man eben immer mehr Reisegruppen auch haben werden. Die Nachfrage an uns ist auch immer mehr. Und wir hoffen, dass wir halt dann, wenn das mit der Impfung funktioniert, 2022 auch wieder Reisegruppen haben können. Und ich lade auch jeden ein dazu, auf unserer Website sich immer ein bisschen up-to-date zu halten. Wir haben eine neue Website gemacht, wo wir alle Projekte auch haben und wo man sich informieren kann für Reisen und sich auch anmelden kann natürlich für Reisen. Und wer ganz aktuell dabei sein möchte, auf sozialen Medien ist Bosuso auch sehr viel vertreten. Und vor allem die Gemeinde Bosuso, die postet, glaube ich, jeden Tag 3-4 Mal etwas auf Facebook zum Beispiel. Es ist für dich wirklich was ganz, ganz Wichtiges eigentlich geworden für die Kommunikation. Neben diesen vielen größeren Projekten betreuen wir auch sehr viel kleinere Projekte und es läppert sich wirklich zusammen. Momentan haben wir jetzt mit dem FC Wacker Innsbruck eine Kooperation abgeschlossen. Das ist ja der Traditionsverein in Tirol, wo wir Dressen für Kinder in Bosuso dann rübergeschickt haben, die werden jetzt dann übergeben und da will man eine Verbindung aufbauen. Crazy 80 Sils, Crazy 80 Bosuso, da haben wir jetzt wieder ein bisschen Austausch betrieben. Es hängt in Peru ein schönes Bild von Sils und im Silzer Crazy 80 hängt ein schönes Bild von Crazy 80 Bosuso. Also es gibt wirklich sehr viele Projekte, was da immer auf uns zukommen und die wir auch gerne umsetzen. Wir haben ein junges Team, das was auch diese Projekte durchdacht von vorne, also von Anfang bis Ende. Wanderwegbau in Bosuso ist ein großes Thema für uns. Dann wird jetzt ein großer, 8 Meter großer Tiroler Adler in Bosuso aufgestellt. Und das sind halt alles Themen, wo wir natürlich die super Ansprechpartner sind. Deswegen ist es auch wichtig, finde ich, dass es so einen Verein gibt, aber es ja auch sehr viele Mitglieder hat, nicht in Tirol. Aber wir können halt da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Freundeskreis für Bosuso ist 1983 zur Pflege und Förderung der wirtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Tirol und Bosuso gegründet worden. Es gibt die Partnergemeinde Heiming und die Partnergemeinde Silz, wo der Freundeskreis quasi deren Agenten übernimmt. Genauso auch für das Land Tirol, das war eine irrsinnig tiefe Beziehung zu Bosuso führt, auch für das Land Tirol diese Projekte umsetzt. Das ist wohl was Positives und was Schönes und interessanterweise, wir haben im Ausschuss sehr viel diskutiert, wir müssen natürlich schauen, auch junge Menschen animieren, aber das brauchen wir gar nicht tun, es kommen eigentlich immer mehr zu uns, die was einen Austausch machen wollen, die was bei uns mitarbeiten wollen, die was schon gereist sind und gerade reisen und Sprachen lernen ist einfach ganz wichtig, denke ich, für Entwicklung im Leben und deswegen eigentlich ein Verein, der was heute die gleiche Berechtigung hat zu bestehen wie früher und auch in 30 Jahren die haben wird, da man eben gemeinsam an Dinge arbeitet. Abschließend vielleicht noch, viele kennen den Satz, der was beim Eingang steht in Bosuso, willkommen in der einzigen deutsch-österreichischen Kolonie der Welt. Und das ist drüben quasi ein Tourismus-Werbespruch. Also Bosuso war auch nie eine Kolonie, das weiß natürlich jeder eigentlich. Und Bosuso ist komplett integriert in dieser peruanischen Welt inzwischen. Es sind alles gebildete Leute, die was überall hingehen in die Welt und Erfahrungen sammeln können, die was super Wirtschaft inzwischen haben, also in Peru oder halt, das hat sich entwickelt. Und die sind zu 100% Peruaner. Also hier wird nicht irgendwie an einer Parallelgesellschaft oder an einem zweiten Tirol oder sowas gearbeitet. Das klingt vielleicht auch ein bisschen absurd, aber es gibt einfach Menschen, die meinen, dass sie da irgendwie irgendwelche schrägen Zusammenhänge finden. Bosuso ist stolz auf ihre Geschichte. Bosuso findet super, dass sie Partnergemeinden haben bei uns hier und dass wir einfach gemeinsam
so viele Projekte machen können und uns austauschen können, gegenseitig lernen können und vor allem so viele Freundschaften pflegen können. Das ist eben das Tolle und das Schöne. Und der Freundeskreis für Bosuso mit dem Bondon in Bosuso, dem Freundeskreis für Tirol, hat hier einfach sehr viel Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren. Das, was jetzt der heutige Ausschuss auch mit den neuen Mitgliedern in die Zukunft tragen möchte.